Salz und Licht. Hoffnungsgeschichten. 100 Mal von Gott bewegt. Ein Podcast der Allianzmission. Das erste Mal zum Zahnarzt. Robert Rinke ist Missionar für... Robert Rinke ist Missionar für den Kosovo. Er berichtet aus Pogradec. In Pogradec befindet sich eine Gemeinde aus überwiegend Roma- und Balkan-Ägyptern im Aufbau. Die meisten Familien sind sehr arm und viele leiden unter großen Zahnproblemen. Bei 2 Zahnarzteinsätzen wurden inzwischen 305 Patientinnen und Patienten behandelt. Bei den Behandlungen wurden nicht nur ihre Zähne versorgt. Liebe, Anteilnahme, Einfühlungsvermögen und Gebet haben auch ihre Seelen berührt. Patienten, die am Anfang mit Angst auf dem Stuhl saßen, kamen das zweite Mal entspannt mit einem Lächeln. Eine Frau, die offensichtlich sehr unter ihrer häuslichen Situation litt, kam nach einer schwierigen Behandlung sehr gerne zur Kontrolle und man merkte, wie sie die Liebe und Wertschätzung des Teams aufsog und von Mal zu Mal mehr strahlte. Unser letzter Patient hatte sich lange nicht getraut zu kommen. Am Ende sagte er: "Heute war es das erste Mal, dass ich ohne Angst zum Zahnarzt gegangen bin." Dazu aus Jakobus 2, Vers 8. Nun, wenn ihr euch wirklich nach dem königlichen Gesetz richtet, wie es in der Schrift niedergelegt ist, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst, dann handelt ihr gut und richtig. Lesen und ermöglichen Sie weitere Hoffnungsgeschichten unter allianzmission.de/hoffnungsgeschichten.